Hund, Verstopfung, Verstopfung, Hund, Verstopfung beim Hund, Abführmittel für Hunde. Nach all dem und noch viel mehr wird bei Dr. Google gesucht. Nun, die Ursachen für eine Verstopfung, die können vielfältig sein. Da kann es zum Beispiel sein, dass ein Teil des Darms gelähmt ist, also dass die Nerven in einem bestimmten Abschnitt des Darms nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren. Da kann es sein, dass sich Geschwüre gebildet haben entlang des Darms oder auch im Bereich des Anus. Es kann auch sein, dass sich die Prostata vergrößert hat und auf den Darm drückt beim Rüden. Es kann auch sein, dass der Hund einfach nicht genug trinkt oder dass er auch nicht genug Bewegung hat. Kann auch sein, dass sich jetzt der Darm selbst verändert hat, dass es so zu Einstülpungen kommt von den Darmabschnitten. Es kann auch sein, dass Ihr Hund einfach zu viele Knochen gefressen hat. Denn oft ist es so, dass nicht jeden Tag eine kleinere Menge an Knochen gegeben wird. Also bei denjenigen, die ihren Hund zum Beispiel roh füttern, dann ist ja eine Portion Knochen immer sehr wichtig, aber die sollte möglichst in kleineren Mengen und täglich verabreicht werden und nicht jetzt nur einmal die Woche dann einen ganz großen Knochen. Das kann zu einer Verstopfung führen und im schlimmsten Fall eben auch sogar zu einem Darmverschluss. Bei einer Knochenfütterung gehe ich natürlich auch immer davon aus, dass es um rohen Knochen geht. Natürlich sollte kein gebratener, gekochter Knochen gefüttert werden, denn dadurch, dass ja die Feuchtigkeit entzogen wurde, können diese Knochen splittern. Rohe Knochen haben ja einen ganz anderen Gehalt an Flüssigkeit, an Feuchtigkeit. Die sind wesentlich elastischer. Ja, und dann kann es natürlich auch sein, dass Ihr Hund einen Fremdkörper verschluckt hat, was auch durchaus zu einem Darmverschluss führen kann. Also auch gerade Labradore sind ja berühmt, berüchtigt, alles Mögliche hinunterzuschlucken. Dadurch, dass ihnen ja praktisch dieses sogenannte weiche Maul antrainiert worden ist, also dass sie sind ja auch Retriever-Hunde, also Rückhol-, Zurückbring-Hunde, die geschossene Enten oder auch andere Wasservögel eben sich so greifen sollten, dass sie von der Schusswunde des Jägers mal abgesehen, den Vogel nicht weiter beeinträchtigen, nicht weiter verletzen sollten. Die sollten die Ente ja nun nicht zerfleddern. Also dann auch eben in Anführungsstrichen relativ intakt wieder zurückbringen. Und das Verhalten wird, oder dieses, was ihnen da eben antrainiert worden ist und angezüchtet worden ist, das wird damit in Verbindung gebracht, dass diese Hunde ja auch doch sehr stark dazu neigen, dann schon mal einen Knochen mal im Ganzen zu verschlucken. Und eben auch nicht nur den Knochen, sondern eben auch noch ganz andere Stücke. Aber auch so ein Ochsenziemer im Hals, wenn der da stecken bleibt, das ist ja auch eine absolute Notsituation. Also, aber es ist auch nicht nur der Labrador, es sind ja eben auch noch andere Hunde, die gerne schon mal etwas verschlucken, was aber in keinem Fall in einen Hund hineingehört. Insofern da auch immer noch mal gucken, kann es sein, dass Ihr Hund einen Fremdkörper verschluckt hat? Also im Zweifelsfall besser zu Ihrem Tierarzt oder in eine Tierklinik, damit die dann ein Röntgenbild erstellt, ob jetzt ein Fremdkörper im Darm sich befindet. Aber es kann auch sein, dass noch andere bildgebende Verfahren hier erforderlich sind, denn so manches Geschehen kann natürlich auch durch Weichteile bedingt sein, sodass noch andere Untersuchungen einfach erforderlich sind. Aber die meisten Ursachen sind also nicht so harmlos. Suchen Sie bitte daher besser Ihren Tierarzt auf.